Wie kann es sein, dass wir gerade jetzt in diese Situation hineingeraten sind, in der wir uns gerade befinden? Ja, es hat vor allen Dingen mit uns Menschen selbst zu tun. Wir haben es uns selbst eingebrockt und wir haben bis jetzt auch nichts gelernt. Und das zeigt auch die jetzige Situation. Wir Menschen, wir halten nicht zusammen. Wir arbeiten nicht miteinander, sondern gegeneinander. Mein Erfolg ist der Misserfolg eines anderen. Wenn ich siege, wenn ich Gewinn mache, macht ein anderer Verlust. Es ist nicht das Miteinander, es ist das Gegeneinander. Es ist eine Energie auf diesem Planeten, die nur, wirklich fast nur, aus Gegeneinander besteht. Ein schönes Beispiel dessen ist vor allen Dingen auch die Börse. Die Börsenkurse explodieren zurzeit. In einer Zeit, in der Millionen Menschen weltweit gerade ihre Jobs verlieren, ihr Geschäft verlieren, ihr Einkommen verlieren, ihre gesamte Existenz verlieren, auch ihre Gesundheit verlieren, teilweise sogar größten Hunger erleiden. In einer Zeit, in der es den meisten Menschen weltweit schlechter statt besser geht, in dieser Zeit boomen die Aktienkurse. Kein Mensch versteht das. Es wird irgendwie auch nicht so gerne an die große Glocke gehängt. Wie kann das sein? Nun, weil es geht nicht mehr um Aktien, es geht nicht mehr um die Firmen, es geht auch nicht um den Gewinn, den diese Firmen machen. Es sind sehr große sogenannte Hedgefonds. Hedgefonds spekulieren auf den Verlust, auf das Leid eines anderen oder natürlich auch auf die Freude eines anderen. Aber Hedgefonds verdienen genauso viel Geld mit Leid, mit Verlust, mit Pleite, wenn man so möchte, wie mit Positiven. Und gerade jetzt, wo die weltweiten Kurse, wo eigentlich weltweit ganz viele Firmen, wo es ihnen schlecht geht, kann man mit Hilfe eines sogenannten Hedgefonds sehr, sehr viel Geld verdienen. Sogar mehr Geld als mit Kurse, die raufgehen. Ne? Runter geht es natürlich immer schneller als rauf. Das weiß jeder Börsenexperte. Und jeder Börsenexperte weiß deswegen auch, dass ein Hedgefonds in Zeiten von Krisen, in schlechten Zeiten, mehr Geld verdienen kann, als in Zeiten, in denen es gut geht. Ne? Ist ja logisch. Runter geht's, wupp, schwuppdiwupp, ganz schnell. Rauf muss ich immer eine ganze Menge arbeiten. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb gerade diese Börsenkurse so steigen. Kaum vorstellbar, aber es ist tatsächlich der Fall. Der normale Bürger, der zu Hause sitzt, der versteht das nicht. Der denkt, was ist da los? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die Börsen jubeln, obwohl die Welt in einer tiefen Krise steckt und die sogenannte Weltwirtschaftskrise. Es wird die schlimmste Krise geben, die wir je gehabt haben, die Menschheit je gehabt hat. Das ist meine Prophezeiung und ich hoffe, dass ich falsch damit liege und ich schicke auch ganz viel Energie, ganz viel positive Energie ins Universum, dass genau das nicht passieren wird. Aber es sieht alles danach aus. Und deswegen sage ich es auch hier, denn wir haben es selbst in der Hand. Wir haben es uns selbst eingebrockt. In einer Zeit, in der wir Geld verdienen mit dem Leid anderer, da stimmt etwas nicht auf diesem Planeten. Es tut mir leid. Viele, viele, viele Milliarden Menschen verlieren gerade alles. Es geht ihnen schlechter und wie gesagt, es ist erst der Anfang dieser ganz großen Veränderung. Wir nennen es The Great Reset, geplant von einigen womöglich, aber tatsächlich sehe ich The Great Reset in einer ganz anderen Richtung. Es wird Zeit, dass wir anfangen, etwas zu verändern, dass wir uns wieder besinnen auf unsere Wurzeln, dass wir uns besinnen auf unsere Gemeinsamkeit. Ich bin erfolgreich und ich gönne auch anderen ihren Erfolg und gemeinsam sind wir noch viel erfolgreicher. Was ist mit diesen superreichen Menschen, die Superreichen dieser Welt? Wo sind die Milliarden ihres Vermögens, die sie spenden gegen den Hunger in der Welt? Ja, ich meine nicht in irgendwelche Projekte, projektbezogen, sondern ganz direkt
wo es ankommt bei den Menschen, damit sie etwas kaufen können. Hier, ich gebe mal ein paar hundert Millionen an ein bestimmtes Land. Zum Beispiel auch im Jemen. Ich gebe mal Geld direkt, nein, nicht an die Regierung, an die Menschen. Ich gehe mal rum und verteile es. Ja, nein, so funktioniert das nicht. Man weiß ja nicht, was die Menschen damit machen, ob sie damit Alkohol oder Drogen oder sonst was kaufen. Nee, so machen wir das nicht. Wir machen unsere eigenen Projekte und wir halten das in der Hand. So wird es uns erzählt. Die direkte Hilfe, das ist die Hilfe, die ankommt und auf die es ankommt. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, wie stark wir als Menschen sind und uns nicht abhängig machen von irgendwelchen großen Stiftungen, Organisationen und auch nicht von irgendwelchen Börsenkursen. Das, worin der Planet sich im Augenblick befindet, ist energetisch, spirituell krank. Es ist spirituell krank. Unser Planet ist krank und die Menschen auf diesem Planeten, fast alle Menschen auf diesem Planeten, sind tatsächlich krank. Nicht krank wegen einer Krankheit, sondern psychisch krank, weil sie nicht mehr verstehen, um was es geht. Sie haben nicht verstanden, um was es geht. Spiritualität, vollkommener Blödsinn, weit weg von meiner Show. Es geht nur um die 1% meines materiellen Lebens, meines physischen Lebens. Es geht um mein Wohl. Ich gegen den Rest der Welt, wir gegen die anderen. Das sind die Bösen, wir sind die Guten. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Zwei Parteien gegeneinander. Die einen beschimpfen die anderen. Wir haben uns in eine Situation hineinmanövrieren lassen, die wirklich, ich muss es fast so sagen, ich will nicht sagen, nein, sie ist nicht aussichtslos. Natürlich haben wir eine Chance. Wir haben immer eine Chance. Gott gibt uns eine Chance. Aber wir müssen diese Chance nutzen. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich eine Sekunde vor 12. Es geht ja tatsächlich jetzt um die Menschheit. Wach werden, Augen öffnen, etwas tun. Wollen wir wach werden in einer Situation der absoluten weltweiten Kontrolle, wo wir nicht mehr Herr sind über unsere eigenen Gedanken, über unsere eigenen Aktionen? Wir sind in einer Situation, in der wir gegeneinander arbeiten, statt miteinander. Da gibt es natürlich einen lachenden Dritten. Und das ist das Böse. Das ist das Böse. Und Sie wissen, ich bin immer sehr positiv in meinen Videos und ich sage immer, das Gute und das Licht ist immer stärker. Es ist stärker. Aber es kann nur stärker sein, wenn noch mehr Menschen wach werden und sich bewusst werden über diese Situation. Es ist ganz einfach, sich bewusst zu werden. Schauen wir uns die Börsen an. Wir sehen es, überall um uns herum bekommen wir Zeichen. Sehen wir, was los ist. Aber wir verschließen unsere Augen. Wir wollen es nicht sehen. Es ist ja auch so einfach. Bald ist wieder alles gut. Bald ist wieder alles beim Alten. Nichts ist beim Alten und es wird nichts mehr beim Alten sein. Alles ist Veränderung, glauben Sie mir. Es ist an der Zeit, dass wir etwas tun. Und ja, mir ist ganz bewusst, dass eine ganze Menge Leute nicht dabei sein werden. Das ist mir schon klar. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wenn ein Einzelner sich dieses Video anschaut und sagt, ja, jetzt ist für mich der Zeitpunkt angekommen, wo ich sage, ich kann auch aufklären, ich kann auch mit anderen Menschen reden. Es geht nicht darum, wer die Bösen sind und wer die Guten, ob ich zu den Guten oder zu den Bösen gehöre, zu welcher Partei ich gehöre. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es geht darum, dass wir endlich wieder zusammenhalten, dass wir nicht profitieren vom Leid der anderen. Profitieren vom Leid der anderen. Das ist die Situation, in der wir derzeit drin sind. Es gibt einige große Unternehmen, es gibt auch einige Regierungen, die profitieren
und auch einige sogenannte Mäzene, die profitieren vom Leid der anderen, die immer mehr Macht auch an sich reißen. Es kann nicht sein. Wir müssen zusammenhalten. Nur so schaffen wir es, diesen Planeten und damit auch die Menschheit zu retten. Und mit Sicherheit nicht mit Atomenergie oder andere Projekte.